Heute gibt es ein richtig geiles Frühlingsgericht und zwar machen wir einen Grünspargel-Erdbeersalat. Das Ganze sitzt auf ein paar Cherry-Tomaten mit einem kleinen Twist und auf Rucola. Mega lecker und ich zeige euch, wie es geht. Wenn ich mit Gemüse und Obst, ja genau, wenn ich mit Gemüse und Obst koche, halte ich mich oft gerne an die ein Drittel, zwei Drittel Regel. Das bedeutet, dass ihr quasi ein Drittel Obst nehmt und zwei Drittel Gemüse. Weil ich finde, sonst kann man es nicht mehr unterscheiden, ob es jetzt ein Dessert oder eine Hauptspeise richtig ist. Und an sich könnt ihr für euch experimentieren, aber das ist meine Empfehlung an euch, weil ich damit einfach immer am besten klarkomme. Unser schöner Spargel-Erdbeersalat, dass der noch ein bisschen mehr Geschmack bekommt, setzen wir den auf schön angeschwitzte Kirschtomaten mit richtig schön ein bisschen Chili, Knoblauch, Zwiebel. Ich glaube, es wird ein richtiges Fest. Und dann können wir das Ganze nochmal auf ein schönes Bett von Rucola packen und dann ist es eine herrliche Geschichte. Ein wichtiger Bestandteil dieses Gerichts ist ja der grüne Spargel. Und wenn wir jetzt damit anfangen, blanchieren wir den quasi. Bedeutet eigentlich nichts anderes, als den ganz kurz anzukochen und dann in Eiswasser oder in sehr kaltem Wasser abzuschrecken, dass er schön seine Farbe behält. Und wenn man auf dem Roh rumkaut, ist auch nicht so cool, sondern einfach nur ganz kurz ankochen, dass er noch einen schönen Biss hat und dann können wir schon weitermachen. Bevor wir jetzt, wie eben schon gesagt, mit dem sogenannten Blanchieren anfangen, nehme ich mir immer den Spargel und schneide hier hinten diesen Teil immer ganz gerne einfach so ab. Müsst ihr nicht machen, ihr könnt ihn auch theoretisch einfach so kochen und dann das später abmachen oder ihr lasst es dran, müsst ihr für euch entscheiden. Aber so ist er für mich perfekt und dann haben die alle ungefähr auch noch ein bisschen die gleiche Länge. Das Wasser kocht jetzt und jetzt, wie schon gesagt, einfach hier mit unserem Spargel rein und wirklich ganz kurz einfach ankochen, also so zwischen eine Minute reicht eigentlich schon, 1,5 Minuten, nur dass unser Spargel dann ein kleines bisschen gart und noch schön Biss hat. Hier habe ich jetzt eine Schale mit wirklich sehr kaltem Wasser. Ich habe leider keine Eiswürfel mehr. Und der Spargel ist jetzt nahezu fertig. Also nehmen wir den hier raus und geben den in das Wasser rein. Und eigentlich ist ja wirklich wichtig, dass man diesen starken Temperaturunterschied hat, damit er dann schön seine Farbe behält und jetzt auch dadurch noch ein bisschen abkühlt. Herd können wir jetzt ausstellen. Der kühlt hier drin noch ein bisschen ab. Und wenn ihr jetzt, wie schon gesagt, keine Eiswürfel habt und das Wasser zu warm werden sollte durch den heißen Spargel, dann tauscht ihr das Wasser einfach nochmal aus. Also, wir starten erstmal mit unseren Kirschtomaten. Ich habe jetzt hier ein paar bunte genommen, weil ich finde, die sind einfach am schönsten. Wir brauchen eigentlich nicht alle, eher so ein bisschen die Hälfte. Und genau, für euch die genauen Mengengramm stehen in der Videobeschreibung. Und wir starten jetzt einfach erstmal damit, die alle zu halbieren. Ich finde, wenn wir sie zu klein machen, dann spürt man auch nicht wirklich mehr, was das mal eine Tomate war. Also erstmal halbieren und dann zeige ich euch wieder nächstes. Ich mache mir das gleich alles hier auf dem Brett. Und zwar nehmen wir noch eine schöne grüne Chili dazu. Das Kerngehäuse lasse ich drin. Ich mag es, wenn es ein kleines bisschen schärfer ist. Die ist jetzt aber auch nicht zu scharf. Und könnt ihr theoretisch für euch entscheiden. Also einfach in feine Ringe erstmal runterschneiden. Natürlich eine richtig schöne Zehe Knoblauch und ich schneide die jetzt hier wie so eine Zwiebel ein, fächer die hinten so schön auf und dann einfach runter. Und um es jetzt noch abzurunden, noch eine weiße Zwiebel dazu. Oder jede Zwiebel nehmen, auf die ihr Lust habt. Einfach ganz simpel schneiden, brauche ich euch, denke ich, nicht nochmal zeigen. Hier reicht eigentlich eine halbe Zwiebel und es müssen jetzt nicht super feine Würfel sein, aber relativ fein ist trotzdem gut. Das machen jetzt alle Schritt für Schritt in die Pfanne. Wir starten jetzt, indem wir eine kleine Menge Öl erstmal in den Topf geben und den dann erhitzen lassen, damit wir jetzt alles richtig schön anbraten können und einen schönen Geschmack reinbekommen. Und jetzt einfach schon mal die Kirschtomaten mit rein und richtig schön anschwitzen. Das schwitzt jetzt richtig schön an, immer schön auf hohe Hitze lassen, dass es quasi nicht in seinem Sud kocht. Und dann gehen wir jetzt noch mit dazu, erstmal mit den Zwiebeln, dass sie erstmal noch schön Farbe bekommen und zuletzt dann den Knoblauch und die Chili. Das ist jetzt richtig schön glasig und richtig schön angeschwitzt. Und jetzt kommt hier unsere grüne Chili mit dem Knoblauch hinzu. Das Ganze rühren wir nochmal durch. Nicht zu lange rösten, weil sonst wird es bitter. Gebt dem jetzt Ganze noch kurz Hitze
Und dann gebe ich noch einen kleinen Schuss helle Balsamico-Creme dazu. Und dann ist unser Kirschtomaten-Erzeugnis schon fertig. Es hat jetzt alles nochmal schön zusammen, alles Temperatur bekommen. Und jetzt gehen wir hier mit so einer hellen Balsamico-Creme hinzu. Da ist so ein bisschen noch Pfirsich mit dabei und Maracuja. Das macht das Ganze richtig schön frisch und gibt dann noch eine kleine Süße. Dann gehe ich jetzt hier noch mit einer kleinen Prise Salz und Pfeffer dran und dann sind wir schon fertig. Das kann jetzt erstmal runter und dann kümmern wir uns um unseren Spargel-Erdbeersalat. Und was jetzt hier cool oder gut ist, wenn ihr ein kleines bisschen mehr Sud habt, also ein bisschen mehr Öl, ein kleines bisschen mehr Salz, ein bisschen mehr Essig, ist das gut, weil wir dann als Bett ja noch den Rucola haben. Und wenn dann das on top kommt, dann haben wir quasi diesen Sud noch ein bisschen als Dressing mit für den Salat. Und jetzt starten wir, wie eben schon gesagt, mit unserem Salat. Und dazu nehme ich mir unseren Spargel und schneide den wirklich schön dünn auf. Ich setze hier erst nochmal, dass der einen schöneren Winkel hat. Und dann kann man das einfach so schön runterschneiden. Ich mag das, wenn es so relativ länglich ist und schön dünn. Das ist einfach für mich perfekt in so einem Ding. Und genau, einfach runterschneiden. Brauche ich euch, denke ich, nicht viel zu erklären. Und jetzt kommt natürlich noch der Erdbeer mit ins Spiel. Einfach oben den Strunk abschneiden. Und ich schneide die auch ganz gerne einfach so länglich runter. Und ja, dann ist eigentlich die größte Schnibbelarbeit schon getan. Und weil ich es noch cool finde, habe ich jetzt hier die äußerste Zwiebelschicht genommen und schneide die einfach richtig schön dünn runter. Und dann hat man noch, ich finde, einen kleinen leichten schönen Beigeschmack mit dabei. So richtig schön dünne Streifen kommen, finde ich, für mich persönlich da richtig cool drin. Und um dem Ganzen noch eine richtig schöne Frische zu verleihen, finde ich es cool, noch mit etwas Koriander ranzugehen. Einfach so ein bisschen wie zusammendrücken und dann einfach mit dem Messer hier so runterschneiden. Jetzt einfach erstmal alles schön in die Schüssel reingeben. Und dann können wir eigentlich schon vermengen, also noch die restlichen Zutaten einfach dazu und alles richtig schön vermengen. Jetzt schön Olivenöl mit rein. Wirklich ein richtig gutes Olivenöl, weil das schmeckt man dann auch raus, wenn man wirklich was mit einer schönen Qualität nimmt. Etwas Essig noch mit hinzu für eine schöne Säure und natürlich ein kleines bisschen Salz und was zu einer Erdbeere hervorragend passt, schön noch frisch gemahlener Pfeffer mit dazu. Wir starten jetzt, wie ich eben wahrscheinlich schon ein paar Mal erwähnt habe, mit einem schönen Bett aus Rucola. Dass das alles dann schön darauf Platz finden kann. Darf ruhig ein kleines bisschen was sein, dann kriegt es so ein bisschen Volumen. Dann, wie ihr wahrscheinlich gerade gesehen habt, habe ich hier in der Mitte ein kleines Loch gemacht, dass es alles ein bisschen besser zusammenhält. Und jetzt gehe ich hier mit unseren schön angeschwitzten Kirschtomaten und dem Chili mit rein. Und ich würde sagen, das sieht jetzt schon richtig gut aus. Und dann können wir es jetzt endlich vollenden. Und jetzt, ich würde sagen, der Star von dem Gericht, unser schöner Erdbeer-Spargelsalat. Was ich persönlich noch richtig cool finde, was ihr aber nicht machen müsst, ist noch mit einem kleines bisschen Zitronenzeste on top zu gehen. Gibt nochmal eine schöne Farbe und bringt eine leichte Zitronennote, aber nicht so penetrant, wie als würden wir jetzt hier noch mit mehr Zitronensaft dran geben. Also für mich vollendet das dieses Gericht perfekt. So, jetzt haben wir es hier und ich würde sagen, es kann sich doch echt sehen lassen. Ich habe wirklich schon richtig Hunger, also gleich mal probieren. Versuchen von allen ein bisschen was mitzunehmen und guten Appetit. Ui. Der Spargel hat noch schön Biss. Die Erdbeere ist nicht zu süß und nicht zu aufdringlich. Aber super, eine sehr gute Schärfe durch die Cherry-Tomaten, also mit dem Chili und der Rucola, macht das Ganze einfach nochmal mega schön frisch. Ja, viel Spaß mit diesem Rezept, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, eure Cook Brothers. Ciao!